Peace Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin's Jonas. Heute in diesem Video habe ich mir gedacht, ich stelle euch mal meine letzten Fashion-Einkäufe vor. Ich habe ja früher auf meinem Kanal viel mehr mit Fashion gemacht, das wissen auch die meisten Leute, die mich hier schon länger verfolgen. Und ja, ich weiß, ich wollte mit Fashion-Videos eigentlich schon viel eher mal wieder anfangen. Ich denke, ich werde euch jetzt monatlich so ein Update geben, was ich mir immer so gekauft habe. Allgemein wieder Lookbooks bringen und sowas. Die mich halt von früher noch kennen, die kennen auch wahrscheinlich diese Lookbooks noch. Da stelle ich halt immer so 3 Outfits vor, komplett. Und schreibe halt auch, woher sie sind, woher ich die Sachen habe. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob euch das Thema auch interessiert. Dann könnt ihr es gerne reinschreiben. Ich habe auf jeden Fall echt Bock, wieder auch Videos über Mode zu machen. Und viele schreiben mir halt auf Insta, ja, kannst du mal sagen, woher du die Sachen hast. Und deswegen dachte ich, ich werde einmal im Monat so ungefähr so ein Video machen, wo ich euch vorstelle, was ich Neues gekauft habe, woher die Sachen sind und so weiter. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Das erste Teil ist eine Winterjacke, das ist eine Versace-Jacke. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Versace-Fan, aber wo ich diese Jacke gesehen habe, irgendwie fand ich, hatte die was. Hier ist halt so ein All-Over-Print, also überall auf der Jacke steht halt Versace drauf. Aber ich glaube, für solche Jacken gibt es auch Alternativen. Also ich habe auch sowas schon mal gesehen bei ASOS oder so. So, hier seht ihr die Jacke auch mal getragen. So sieht die ungefähr aus. Ich weiß, es wird jetzt nicht jedermanns Geschmack sein, aber ich mag das auf jeden Fall. Ich mag allgemein, wie ihr wisst, so ein bisschen auffällige Sachen. Klar, mit der Jacke fällst du halt echt extrem auf, aber ich finde die echt cool. Das ist halt einfach mal was anderes. Aber wie gesagt, da gibt es auch günstigere Alternativen bei ASOS oder so. Schaut da einfach mal vorbei. Aber ich fand die Jacke echt geil, auch wenn es sehr auffällig ist. Das kann man auf jeden Fall nicht jeden Tag anziehen. Aber so mal in die Stadt ist es eigentlich ganz gechillt. Die Jacke fällt auf jeden Fall echt groß aus. Die wirkt so ein bisschen oversized, finde ich. Aber ich finde es gerade geil. Das Ding ist halt, bei mir ist so, ich weiß nicht, ob ihr auch so seid. Ich mag das meistens, wenn Jacken einfach offen sind. Wenn ich Jacken zumache, ich mag das irgendwie nicht. Ich finde, Jacken sehen dadurch so anders aus. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch immer nur offen tragen. So, als nächstes kommt eine Hose dran. Ich glaube, das habe ich noch nie vorgestellt in einem Fashion Pack Opening. Und zwar, das wird auch wieder nicht jedermanns Geschmack sein. Das sage ich, glaube ich, bei fast jedem Teil, weil ich halt einfach so manchmal so einen speziellen Geschmack habe. Das muss ich halt auch ehrlich zugeben. Die Hose hat halt extrem viele Risse. Also ich glaube, das ist die zerrissenste Hose, was ich je hatte. Die ist auch hinten zerrissen. Sowas hatte ich halt echt noch nie. Sogar am S, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich finde es eigentlich hinten, wenn es dann so auf den Schuh auflegt, richtig nice, dass sie hinten auch so zerrissen ist. Die ist auf jeden Fall nicht eng oder so. Die ist sehr, sehr weit, vor allem unten am Schuh. Das ist so ein bisschen wie so eine Schlaghose, sagen wir mal so. Die legt sich so auf den Schuh auf, so unten wird die halt weiter. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch auf dem Bild sehen, was ich euch eingeblendet habe. Jedenfalls fand ich die Hose sowas von crazy und ich musste diese Hose einfach haben. Ich muss sagen, ich war nie so ein Fan davon, wenn die Hose so extrem viele Risse hat. Aber ich finde, bei der hat es einfach irgendwas. Bei dem Bild seht ihr auch, wie das fittet und so. Ich finde es echt mega geil. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie viel die Hose gekostet hat. Auf jeden Fall ist die Hose von Jaded London. Das ist so eine UK-Marke. Dann die dritte Sache ist einmal ein Baseball-Trikot. Die meisten von euch wissen ja, dass ich übelst der Basketball- und Baseball-Trikot-Fan bin. Das muss ich sagen, habe ich jetzt schon ein bisschen länger, ich glaube schon 2 Monate, aber ich muss sagen, davon bin ich immer noch übelst der Fan von. Ich liebe dieses Baseball-Shirt wirklich, also ich ziehe das auch echt oft an. Ich finde einfach, das hat so einen nice Look, genauso wie mit Basketball-Trikots, ich liebe das einfach. Dachte, ich ziehe das auch jetzt nochmal für euch an, Leute, dass ihr das auch nochmal angezogen seht. Ich werde jetzt hier erstmal den ersten Knopf nur zumachen, dann könnt ihr auch mal ungefähr sehen, okay, man sieht es nicht. So sieht es vielleicht ein bisschen mehr. So, jetzt seht ihr auch noch, wie das Ganze angezogen aussieht. Also ich liebe dieses Baseball-Trikot, wirklich. Das, ich weiß nicht, sowas hat einfach einen ganz anderen Vibe. Ich liebe sowas mega. Jetzt kommen wir zur vierten Sache und es war wirklich schon ein jahrelanger Grail von mir. Also ich bin wirklich dankbar und froh, dass ich mir das jetzt ermöglichen konnte. Ich finde es immer noch so crazy, dass ich es wirklich getan habe, weil eigentlich halte ich nichts davon, so viel Geld dafür auszugeben. Für einfach nur eine Jacke. Ich war wirklich jeden Winter hin und her gerissen. Soll ich sie mir holen, soll ich sie mir nicht holen? Und jetzt dachte ich mir so, ich hole sie mir. Und zwar ist es meine neue Moncler-Jacke. Ich muss sagen, ich bin wirklich so froh, dass ich diese Jacke habe. Das ist einfach mein Baby. Und kennt ihr das einfach, wenn ihr euch so einen Traum, so einen Wunsch erfüllt? Ich liebe diese Jacke einfach. Ich zeige sie euch jetzt. Für die Leute, die es auch noch nicht auf Insta gesehen haben. So, hier seht ihr die Jacke mal getragen. Also die glänzt halt auch extrem krank. Ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Geschmack. Ist zwar normal schwarz, aber halt dieses Glänzende. Und das finde ich halt mega geil. Aber wie gesagt, sowas kriegt ihr auch als Alternative ein bisschen billiger. Ich glaube Six Silk, ich weiß nicht, kennt ihr die Marke? Da könnt ihr auch ungefähr so eine Winterjacke bekommen mit so einem glänzenden Stoff. Ich muss sagen, ich feiere solche glänzenden Winterjacken mega krass. Ich weiß nicht, ich bin einfach so stolz, dass ich mir so diesen Wunsch erfüllen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Außerdem habe ich noch eine kurze Frage, vielleicht für die Leute, die sich damit auskennen mit Moncler. Und das ist quasi an jeder Jacke dran am Reißverschluss, wenn die Original ist, sage ich mal so. Das ist halt so ein Garantie-Ding. Hätte ich das dran lassen müssen? Weil ich habe bei voll vielen auf Instagram oder so gesehen, dass sie das dran lassen. Ich bin mir aber jetzt auch nicht sicher gewesen. Ich habe es halt einfach direkt abgeschnitten alles. So wäre auf jeden Fall korrekt, wenn mir da jemand helfen könnte, weil ich war mir da nicht so sicher, soll ich das jetzt dran lassen oder nicht. Hätte man das dann irgendwie, keine Ahnung, wenn was kaputt geht, zur Reparatur schicken können oder für was ist das? Also warum lassen das manche Leute dran oder ist das einfach nur so?
So sieht die Jacke dann auch geschlossen aus für die Leute, die das sehen wollen. Also ich meine, ich bin eh nicht so ein Mensch, ich mache meine Jacken eigentlich nie zu, aber ich meine, wenn es kalt ist, muss ich sie hier natürlich zumachen. Ihr habt bei der Jacke auch zwei Varianten, um sie zuzumachen. Einmal hier, dass ihr die Moncler-Streifen seht oder halt, dass es komplett schwarz ist, sondern dass ihr halt gar keine Farbe hier seht. Ich kann das euch hier jetzt mal zeigen, so sieht das Ganze aus, wenn man halt die Streifen dann nicht sieht, dann ist alles komplett schwarz. Kommen wir mal zur nächsten Sache, das ist zwar jetzt ein Parfum, aber ich habe es jetzt trotzdem mit reingenommen, weil ich dachte, das hat ja schon irgendwo auch was mit Fashion, Lifestyle und sowas zu tun. Das ist mein neues Tom Ford Parfum. Dazu muss ich echt sagen, ich habe das Parfum durch Empfehlungen bestellt. Also jeder hat gesagt, du musst es bestellen, das riecht sowas von nice. Und ich habe es bestellt, ohne halt daran zu riechen jemals. Deswegen macht es an eurer Stelle niemals, kauft niemals ein Parfüm, wo ihr nicht dran riecht. Ich meine, es riecht nicht scheiße, ich muss sagen, es riecht sogar wirklich geisteskrank geil. Aber ich muss dazu sagen, es hält irgendwie nicht lang. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Vielleicht hat jemand das von euch da draußen auch und ihr könnt mir sagen, ob das bei euch auch so ist. Vielleicht liegt es auch an meiner Nase, ich weiß es nicht. Vielleicht rieche ich es dann einfach nicht mehr und andere riechen es trotzdem noch. Jedenfalls habe ich das Gefühl, es ist wirklich ein geiler Geruch, muss ich echt sagen. Aber es hält irgendwie nicht so lange, also zumindest bei mir nicht. Oder ich rieche es halt einfach nicht so lange. Bei anderen Parfums, muss ich sagen, rieche ich es viel, viel länger. Und es hält halt auch länger. Das ist halt schade. So, wenn wir schon bei Nicht-Klamotten sind, dann kommt hier jetzt die Versace-Sonnenbrille, die ich geholt habe. Und diese Brille wird wirklich nicht jeder mögen. Wahrscheinlich die wenigsten von euch werden die mögen. Ich meine, ich weiß selber, diese Farbe ist wirklich gewagt. Und ich weiß nicht, ob ich die so oft anziehen werde. Deswegen war ich auch am Anfang ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich die behalten? Soll ich sie nicht behalten? Aber ich bin jetzt eigentlich schon zum Entschluss gekommen, dass ich sie behalten werde. Und zwar ist es einmal eine Knall... pinke Brille. Das Modell ist echt Geschmackssache und es ist halt schon ein bisschen abgespaced alles, vor allem dann auch noch in Pink. Ich weiß, es werden nicht die meisten feiern, aber ich muss sagen, ich habe mich echt schon verliebt in diese Brille. Aber merkt euch eins, echte Männer können auch Pink tragen, sie können alles tragen. Ist halt auf jeden Fall keine Brille, die du jeden Tag tragen kannst, aber ich finde, für so ab und zu mal tragen, finde ich die eigentlich schon ganz nice. So, apropos Pink, geht's gleich weiter mit den Caps. Also ich habe mir ein paar auffällige Caps bestellt. Pink unter anderem auch dabei, ihr wisst Bescheid. Die Caps sind von Warns, also die kriegt man schon ab 2 Euro oder so, also die sind überhaupt nicht teuer gewesen. Das sind halt alles so Trucker-Caps, was sowieso gerade voll in sind und ich mag halt, wie gesagt, so auffällige Farben. Hier einmal in Pink-Weiß habe ich es geholt, dann hier einmal so eine in Komplett-Weiß, dann eine in Grau habe ich mir geholt, dann eine in Blau-Schwarz habe ich mir geholt. Und eine in lila-weiß und eine dann noch in blau-weiß. Also solche Caps kannst du wirklich nie genug haben. Und vor allem eine Cap kostet 2 Euro. Die Caps habe ich alle bei Wardens gekauft. Das ist so eine Seite, da gibt es viel Basic-Sachen, auch viel knallige Farben. Wie zum Beispiel das T-Shirt in Mintgrün, was ich mir geholt habe. Dann dasselbe habe ich mir noch so in so einem Dunkelbraun geholt. Fand ich auch echt nice. Also kostet auch so 3 bis 4 Euro. Und zu guter Letzt habe ich hier jetzt noch mal eine Jacke. Das ist eine NBA-Jacke. Die fand ich auch mega nice. Und die ist von About You. Jedenfalls habe ich die mir ein bisschen spät geholt, weil es wurde relativ schnell dann kalt. Und ich hatte die dann und konnte die halt gar nicht wirklich anziehen. Obwohl ich die gerne ein bisschen öfter jetzt getragen hätte. Jedenfalls ist die Jacke hier oben türkis und unten ist sie halt dann schwarz. Mit dem Bund ist sie dann auch noch so schwarz-weiß-lila. Das Ganze ist dann auch an den Ärmeln nochmal da und am Kragen ist es auch nochmal hier. Hier an der Seite ist dann nochmal das NBA-Logo drauf, aber ich muss sagen, diese Jacke ist wirklich geil. Also so im Herbst, allgemein im Frühling, so als Übergangsjacke, finde ich die echt mega nice. So Leute, das war's dann für heute mit dem Fashion Pack Opening. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat, was ihr euch niemals kaufen würdet von den Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr so Fashion Pack Openings haben wollt. Haut rein Leute, bis zum nächsten Video wieder. Ciao.